Kaffee wird hier schon lange nicht mehr gelagert. Das Miniaturwunderland in der Hamburger Speicherstadt zieht jedes Jahr mehr als 1 Million Besucher an. Die größte Modelleisenbahn der Welt ist der Arbeitsplatz von 360 Menschen. Manche sind schon Stunden vor den ersten Besuchern hier. Ich habe hier auf jeden Fall Metallspäne auf der rechten Seite. Das heißt, irgendwas ist am Fressen. Mhm. Ich denke, wenn wir es entsperren, wird es wahrscheinlich weiterlaufen. Aber ich würde es lieber gleich rausnehmen, bevor sich das Ding dann jetzt übers Wochenende vielleicht ganz kaputt geht oder so. Stefan Dombrowski arbeitet seit 12 Jahren in der Technikabteilung. Seine Spezialität sind kleine Szenerien, die sich auf Knopfdruck bewegen. So wie diese Schiffshebeanlage, wenn sie denn funktioniert. Also irgendwelche Sachen nachbauen, was andere schon gebaut haben, finde ich persönlich super langweilig, ist überhaupt nichts für mich. Aber gerade immer dann, wenn es halt knifflige Lösungen braucht, dann, ja, weiß ich nicht, blühe ich auf. Bevor sich hier täglich 3000 Menschen durch die Miniaturwelt drängeln, müssen die Techniker alles kontrollieren. Der Leitstand ist das Herz der Anlage. Hier läuft die gesamte Technik zusammen. Jeden Morgen macht die gelernte Mechatronikerin Nina Wiekhorst hier ihre Runde. Dabei findet sie immer 3 bis 4 Knopfdruckaktionen, die nicht richtig funktionieren. Bei den Besuchern sind diese kleinen Spielereien äußerst beliebt. Sie werden hunderte Male am Tag gedrückt. Ich mag morgens am liebsten hier längs gehen. Ist alles schön ruhig und ja, man kommt überall ganz normal ran. In Klein-Hamburg steht seit November 2013 der spektakulärste Knopfdrücker des gesamten Wunderlandes. Sein Bau hat 1 Jahr gedauert und 350.000 Euro gekostet. Im Vergleich zum Original ein Schnäppchen. Das ist schon cool, vor allem weil unsere Elbphilharmonie ja vor der echten Elbphilharmonie schon viel früher fertig war. Das ist schon cool, vor allem wenn man die Gäste sehen, wie sie hier alle mit ihren Fotoapparaten stehen und dann, wenn sie aufgeht und alle richtig erstaunt reingucken und die alle von begeistert sind. So, wie sieht's bei euch aus? Ich wäre soweit. Startklar? Es ist 6.30 Uhr. In einer halben Stunde kommen die ersten Besucher. Bis dahin will Stefan das defekte Schiffshebewerk zumindest ausgebaut haben. Das Vorbild steht in Brandenburg am Oder-Havel-Kanal. Hier hat es am Fuße von Schloss Neuschwanstein in Bayern seinen Platz gefunden. Hast du's? Ja, ich hab. Okay. Und auf die Halterung. Ja, hier liegt einiges an Krümelkram drauf, aber ich weiß nicht, ob es das ist. Da unten. Mhm. Ich schätze mal, da hat sich die Führung gelöst. Na ja, nehmen wir runter in die Werkstatt. Dieser Mann ist schon seit 4 Uhr morgens hier. Bastian Jakober sorgt dafür, dass die Schweiz sauber bleibt. Und alle anderen Länder auch. Bis vor 2 Jahren hatte er einen gut bezahlten Job im Marketing eines Telefonanbieters. Doch er war schon als Kind leidenschaftlicher Eisenbahnfan. Das ist jetzt sein Traumjob. Ja, ist immer so wie nachts im Museum da, in diesem Film. Also ich finde das immer ganz, ganz skurril im Grunde, weil alle wollen hierher und wollen das eigentlich gerne sehen und haben dann die Menschenmassen, die du nachher da hast, sag ich mal. Und so hast du das alles für dich, kannst da ganz in Ruhe durchgehen, kannst das dir angucken. Die größte Modelleisenbahn der Welt in der Hamburger Speicherstadt hat seit ihrer Eröffnung im Sommer 2001 schon mehr als 16 Millionen Besucher angelockt. Heute öffnet sie schon um 7 Uhr morgens. Kein Problem für echte Eisenbahnfans. Die ersten stehen schon kurz darauf in der Anlage. Wir sind relativ früh hergekommen, damit es halt ein bisschen leerer ist. Das wurde uns gestern empfohlen, als wir gestern hier waren. Da waren so 195 Minuten Wartezeit. Bis vor kurzem haben Stefan, Nina und ihre Kollegen noch an dieser Miniwelt getüftelt. Venedig ist der neueste und für viele Besucher auch der schönste Bauabschnitt, auch wenn er ganz ohne Eisenbahnen auskommt. Mehr als 1 Jahr Arbeit steckt in der Lagunenstadt.
und Kosten von 1 Million Euro. Keines der mehr als 200 Gebäude stammt aus einem Bausatz. Die Modellbauer haben ihre nur 9 Quadratmeter große Version Venedigs komplett selbst entworfen und gebaut. Während die ersten 100 Besucher das Miniaturwunderland entdecken, untersucht Stefan in seiner Werkstatt die Schiffshebeanlage. Oh je, ich sehe es. Ich sehe die Katastrophe. Hier oben ist sie komplett zerriebelt. Oh nee, da muss ich das ganze Ding auseinanderfrickeln. Ein Kugellager hat sich in Staub aufgelöst. Stefan muss es nun ersetzen und herausfinden, warum das passiert ist. Als er vor 12 Jahren hier anfing, hatte das Wunderland 100 Mitarbeiter. Heute sind es mehr als 3-mal so viele. Vor seiner Zeit hier hatte der gelernte Fahrzeugelektriker Röntgengeräte repariert, bis die Firma pleite ging. Dann sah er eine Anzeige in der Zeitung. Wo ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, so, oh, Modelleisenbahn finde ich eigentlich ganz schön langweilig, ist bestimmt nicht so mein Teil, aber ich bin halt ein absoluter Bastler schon immer gewesen. Modellbahn gut basteln, werde ich mich schon irgendwie betätigen können. Und ja, es ist spannender, als ich dachte, weil es gibt halt viele, viele kleine Details, die es zu lösen gilt, wieder Herausforderungen jeden Tag. Eine Etage über der Werkstatt erlebt diese Besuchergruppe das Wunderland aus einer anderen Perspektive. Einmal die Tür aufziehen und dann bis zum Fenster durchgehen. Seit 7 Jahren führt die gebürtige Kasachin Elena Zernikel Besucher hinter die Kulissen der Modelleisenbahn. 50 Computer brauchen wir insgesamt. Also es wird morgens hochgefahren, die ganzen Züge fahren dann raus, drehen ihre Runden, machen zwischendurch eine kleine Pause, damit der Motor nicht überhitzt. Und dafür fährt ein anderer dann raus. Abends machen wir alles aus und die ganzen Züge lassen wir zurück in die Schattenbahnhöfe fahren, damit sie sich ausruhen können. Lasst euch ruhig Zeit, ihr könnt umschauen, langsam weitergehen. Das ist Rudolf übrigens. Zur Weihnachtszeit, der hat immer ein Licht auf der Nase, machen wir für einen Monat an dann immer. Ja. Hier hinten zieht auch der fliegende Holländer seine Runden, wo ihn die normalen Besucher nicht sehen können. Hier unten könnt ihr nämlich sehen, wie die Knöpfe funktionieren. Unterhalb der 1500 Quadratmeter großen Modellbaufläche verbirgt sich eine andere Welt. Und in der verbringt Technikerin Nina einen Großteil ihrer Arbeitszeit. Jetzt hat sie einen Einsatz in Skandinavien oder vielmehr unter Skandinavien. Um hier neue Kabel verlegen zu können, muss sie im Liegen arbeiten. Dabei kommt es ihr zugute, dass sie die kleinste und zierlichste Mitarbeiterin der Technikabteilung ist. Wenn man früh aufstehen musste, weil man was vor der Anlagenöffnungszeit machen musste und dann vielleicht auch ein bisschen wenig geschlafen hat, ist es schon manchmal anstrengend, nicht einzunicken. Und also man ist schon immer kurz davor, einzudösen, aber es geht noch. Während Nina weiter unter den Gleisen arbeitet, ist Elena mit ihrer Gruppe in Norwegen angekommen. Früher hat sie als Reiseleiterin gearbeitet. Jetzt kann sie ihre Gäste innerhalb einer Stunde gleich durch mehrere Länder führen. Ja. Also wenn man sich die genauer anschaut, die ist selber gebaut von einem Kollegen aus kleinen Streichhölzern und Holzstäbchen, die Stabkirche in Norwegen. Dafür hat er 200 Stunden zum Beispiel gebraucht. Also Jungs, eure ganzen Sommerferien sind draufgegangen, so lange. Im Miniaturwunderland gibt es mehr als 1000 Züge. Und überall verstecken sich kleine Überraschungen. Eine 250.000 Figuren bevölkern die Kulissen. Manche von ihnen greifen nach den Sternen, andere sind nicht von dieser Welt. Die bisherigen Baukosten 21 Millionen Euro. In seiner Werkstatt kämpft Stefan derweil immer noch mit dem defekten Schiffshebewerk. Ja, das sind Ketten, die machen Dinge. Ja, ja. So, jetzt haben wir es. Stramm halten. Innen, außen, außen, genau. Diese komplizierte Konstruktion hat Stefan komplett selbst entwickelt. Also muss er sich auch immer um sie kümmern, wenn sie kaputt geht. Warte, hier ist ein Lager raus. Manchmal habe ich irgendein technisches Problem, was ich dann im Moment nicht lösen kann. Gut, dann lege ich es an die Seite, wenn es möglich ist. Dann teilweise abends zu Hause überlegt man noch mal in Ruhe. Und dann hat man, klack, ja.
das könnte klappen. Und dann freut man sich auch, dass man sagt, geil, das probiere ich aus. Nächsten Tag kommt man her, baut das schnell zusammen. Ja, es funktioniert, hat ein Erfolgserlebnis. Und das ist das, was wirklich Spaß macht, also sich selber ausdenken. Auch privat ist er ein echter Tüftler. Für sich und seine Familie hat er ein altes Haus gekauft und saniert es vom Fußboden bis zum Dach. Es läuft schon mal. Nicht einmal für den Einbau einer neuen Heizungsanlage hat er einen Handwerker kommen lassen. Mittlerweile ist es früher Nachmittag. Nach dem ersten großen Ansturm ist es jetzt etwas ruhiger geworden. Sogar im sonst so vollen Italien. In diesem Raum soll in 2 Jahren Monaco eröffnet werden. Die Wunderland-Gründer Frederik und Gerrit Braun träumen davon schon lange. Denn in ihrer Kindheit sind sie immer mit ihrem Vater im Wohnmobil durch Südfrankreich gefahren. Der Abstecher nach Monaco war für sie damals der Höhepunkt. Die Farbe stimmt, wunderbar, die Steinsformation stimmt. Das Einzige, ich hätte es noch ein bisschen schroffer gemacht, aber das können wir mal gucken. Ja. Deswegen ist es ja ein Test, aber... Ja, es ist eher vom Stein ja nicht Monaco, es ist ja eher so Provence. Das würde ich mit einer verrückten Idee der Zwillingsbrüder hat hier vor 17 Jahren alles angefangen. Seitdem wächst ihre Mini-Welt in der Speicherstadt Stück für Stück. Wenn wir dann so hoffentlich so in ungefähr 2 Jahren Monaco fertig haben, dann geht es endlich auf die andere Seite. Wir bauen nämlich eine Brücke rüber über das Fleet hier und drüben haben wir dann 3000 weitere Quadratmeter. Und da sind wir im Moment so am Entscheiden, wie geht's weiter? Bauen wir mit England weiter oder mal mit einem ganz anderen Kontinent? Weil viele auswärtige Gäste, also wirklich von weit her, sagen, Europa sieht für sie gleich aus und ihr baut ja ganz viel Europa, baut doch mal was anderes. In Skandinavien befahren 16 Schiffe die Ostsee. Eigentlich sollten sie längst mit einem ausgeklügelten Computersystem gesteuert werden. Aber noch funktioniert die Anlage nicht. Und so freuen sich Schüler und Studentinnen wie Lina hier über einen ungewöhnlichen Nebenjob. So, ja, die Lina ist heute da. Hallo. Im Gegensatz zu den Schiffen fahren die fast 10.000 Autos im Wunderland computergesteuert. Jungs, wisst ihr, was ein Auto braucht, um zu fahren? So eine Technik und so? Ein kleiner Magnetschleifer folgt einem Metalldraht in der Straße und dadurch werden sie dann geführt. Und die beachten Verkehrsregeln. Die können auch blinken. Ja, die halten an Ampeln. Und in Knüffingen haben wir sogar 2 Radarfallen aufgestellt. Die werden geblitzt, wenn sie zu schnell fahren. Ja. Und wenn sie zu langsam fahren, schickt der Computer sie automatisch in die nächste Ladestation, bis ihre Akkus wieder voll sind. Da vorne haben wir noch ein paar Hochzeiten. Eine Schlafwandlerin ist auch auf dem Dach. Für viele Besucher sind nicht die Züge die größte Attraktion. Die heimlichen Stars sind die Flugzeuge. Vor 7 Jahren haben die Wunderlandgründer zusammen mit Olaf Scholz und Niki Lauda den Flughafen feierlich eröffnet. Sein Bau hat 3,5 Millionen Euro gekostet. Sehr cool. Sehr schön. Das ist ein guter Flugbetrieb, den wir haben. So 200 Flüge zählen wir am Tag. Mit 42 unterschiedlichen Flugzeugen. Das war die härteste Prüfung ever. Überhaupt. Also erfinde was, schreib ein Programm, probier die Sachen aus. Der Dauerbetrieb, das ist genau funktioniert. Also jetzt kommt noch eins. Hinter dem Flughafen endet Elenas Führung heute. Ist einfach zu erklären, aber nicht einfach zu bauen. Das hat 6 Jahre gebraucht. Inzwischen hat Stefan die Schiffshebeanlage repariert. Jetzt muss er sie wieder einbauen. Hast du's? Jo. Das geht auf die Bauchmuskeln. Hast du's? Okay. Kabel. Warte, Moment, noch nicht. Okay, ich gehe drunter. Solche spektakulären Einsätze erleben die Besucher nicht alle Tage. Wie sieht's von oben aus? Hat alles gut geklappt, ja. Gut, dann mache ich Kabel wieder ran. Die ungeplante Reparatur der Schiffshebeanlage hat Stefan den halben Tag gekostet. Dabei muss er heute noch ein anderes dringendes Projekt fertigstellen. Und es fährt los, das ist schon mal sehr schön. Aber ich denke, ich werde noch mal so in 1-2 Stunden vorbeigucken, ob sich das Ding dann nicht irgendwie doch wieder aufgehängt hat. Aber für den Moment bin ich zufrieden. Machen wir auch keine Sorgen, das wird stoppen. Das heißt, ich kann wieder runter in die Werkstatt und weitermachen. Dort wartet eine Konstruktion auf Stefan, an der er schon seit Monaten bastelt. So,
sieht schon mal gut aus. Es läuft an. Zumindest die Dauerschleife läuft. Stefan baut eine Miniaturshowbühne von Otto Walkes. Der Komiker tourt seit kurzer Zeit wieder durch Deutschland. Noch probt Stefan mit einer Testfigur. Das Mini-Otto-Double wird gerade noch von einem Modellbauer angefertigt. Am Ende soll alles so aussehen, als ob sich die kleine Figur genauso bewegt wie das Original auf dem Monitor dahinter. Dann ist Otto tatsächlich persönlich vorbeigekommen, hat dann mit mir zusammen sozusagen ein Konzept durchgesprochen, was wir machen könnten, was ihm aus seiner Show wichtig ist und wie die Bühne aussieht, hat mir Bilder besorgt, ein Video haben wir uns angeguckt und das war also eine ganz lustige Zusammenarbeit und daraus ist halt so dieses Otto-Projekt entstanden und das ist also natürlich dann mit ein bisschen mehr Herzblut als andere Projekte. An guten Ideen mangelt es ihm nicht. Als Daniel Düsentrieb, der Technikabteilung, ist er ein gefragter Mann. Er muss sich ständig um alle möglichen anderen Probleme kümmern. Deshalb steht er jetzt mit seinem Otto-Projekt unter Druck. Insbesondere, weil er demnächst in Elternzeit geht, um mehr Zeit mit seiner kleinen Tochter Ellie verbringen zu können. Das ist teilweise ganz schön schwierig. Also sprich, es bleiben irgendwelche Sachen auf der Strecke oder es sieht hier auch mal aus völlig wie Sau. Ich müll mich zu bis zum Letzten, weil einfach die Zeit fehlt. Ich will dann das Projekt fertig kriegen, ich will dies hier noch machen und manchmal nervt es dann natürlich auch, wenn denn dies hier wieder kaputt geht oder so und ich bin gerade gedanklich völlig woanders drinne. Aber gut, okay, ich springe halt. Und für morgen hat sich Otto Walkes angekündigt. Schon deshalb muss Stefan eine Nachtschicht einlegen. So Stefan, ich habe hier den Otto fertig gemacht. Oh, da habe ich schon sehnsüchtig drauf gewartet. Sag mal, sehr schön. Den Otto zweimal, weil einen davon kriegst du ja immer kaputt. Und auch die Gitarre habe ich ihm nachgebaut. Den hast du richtig geil hingekriegt. Das sieht ja wirklich aus wie auf dem Bild. Cool. Denk denn, er ist nicht mehr der Jüngste, ne? Er darf ein bisschen ruckeln. Gut, alles klar. Viel Spaß. Dankeschön. Für die Modellbauer liegt der besondere Reiz darin, ihre eigenen Ideen überall im Wunderland verwirklichen zu können. Auch die Bühnenshow von DJ Bobo hat Stefan schon in Szene gesetzt. Manche Modellbauer verewigen sogar sich selbst im Mini-Format irgendwo in der Anlage. Aber außer ihnen erkennt das natürlich niemand. Mit Otto ist Modellbauer Sönke fertig. Doch der nächste Promi wartet schon. In seinen 13 Jahren Wunderland hat Sönke schon etliche bekannte Figuren gebaut, von Batman bis Helene Fischer. Sein nächster Patient ist 2 Köpfe größer als der Durchschnitt, also muss Sönke zunächst einmal eine Beinverlängerung durchführen. Ursprünglich hatte er sich beruflich auf einen anderen Bereich des Körpers spezialisiert. Ich bin gelernter Zahntechniker. Und bin arbeitslos geworden, weil der Vertrag ausgelaufen ist und habe dann hier angefangen zu jobben, nebenbei. Und habe dann nach einer Woche festgestellt, es macht so viel Spaß und die Chefs haben gesagt, der ist so bekloppt, also bleibt er einfach hier. Damit die Besucher auch die Miniaturversionen von Prominenten erkennen können, muss Sönke ihre markanten Merkmale betonen. Bei Olivia Jones sind diese zum Glück recht deutlich. Dennoch braucht er auch bei ihr gute Augen und eine ruhige Hand. Herausforderung für meine Schulpraktikanten ist immer, auf einem Schmetterling anmalen mit 7 verschiedenen Farben, so dass ich das erkennen kann. Ja, ein bisschen Haare müssen wir ja eh noch machen, ne? Sönke verpasst der berühmten Hamburger Drag Queen noch eine schrille Frisur. Dann sorgt er dafür, dass sie nicht auch das Schicksal vieler Wunderlandbewohner teilt und zum Souvenir wird. Die Olivia bekommt nachher von mir noch so einen Stahlstift in das Bein reinoperiert. Und dieser Stahlstift ist dann auch in der Anlage und dann kann man die Olivia schon mal ganz schlecht klauen. Am späten Nachmittag nähert sich der Feierabend vieler Wunderland-Mitarbeiter. Im sogenannten K-System muss Nina noch ein letztes Fahrzeug reparieren. Jedes der 10.000 Autos, Lkw und Feuerwehrautos in der Anlage wird über den Zentralcomputer gesteuert. Daher ist ihr Inneres vollgestopft mit Technik. Nina hat schon als kleines Mädchen lieber mit Autos als mit Puppen gespielt. In der Technik sind wir, glaube ich, 3 Frauen mit ungefähr 27 Männern.
Und hier im K-System bin ich mit 5 anderen Männern. Und ich kenne das mittlerweile gar nicht anders. Also ich habe schon früher, als ich klein war, hauptsächlich mit Jungs meine Zeit verbracht. Weil ich das ein bisschen unkomplizierter finde als nur Mädels. Während Nina jetzt gleich zum Hockeyspielen geht, beginnt es in der Anlage mal wieder zu dämmern. Im Miniaturwunderland dauert ein Tag 15 Minuten. Dann schaltet der Computer 390.000 LEDs ein und die Nacht beginnt. Diese dauert hier allerdings nur 3 Minuten. Die einzelnen Landschaften, Gebäude und Szenarien wirken in dieser Beleuchtung wieder völlig anders. Für die Besucher heißt das, jedes Land kann eigentlich gleich zweimal entdeckt werden. Doch die reguläre Öffnungszeit ist jetzt fast vorbei. Das Wunderland schließt heute um 19 Uhr. Aber danach ist hier noch lange nicht Feierabend. Dreht den einmal um und stellt den mal eben dahin, weil hier geht's momentan nicht. Weil hier jetzt muss frei bleiben wegen Notfallrucksack. Alex Rostkowski war früher mal Bankkaufmann. Aber seit 9 Jahren arbeitet er im Wunderland. Anfangs war er hier wie Elena als Führer unterwegs. Mittlerweile ist er für alle Veranstaltungen verantwortlich, wie heute für die kulinarische Weltreise. Wir haben leider Personalausfälle, es haben sich ein paar Leute krank gemeldet. Damit fehlen natürlich welche, weil das Ganze ist natürlich darauf eingestellt, dass man mit der Personalzahl gut hinkommt. Wenn einer ausfällt, ist es nicht nur so schlimm, aber jetzt fehlen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3. Das macht die Sache nicht einfacher. Wachteleier stehen in der Wunderland-Kantine normalerweise nicht auf der Speisekarte. Etwa 3000 warme Gerichte bereitet die Küchencrew hier täglich für die Besucher und die Mitarbeiter zu. Bei der kulinarischen Weltreise gibt es landestypische Spezialitäten, passend zu den Modellbauländern. Liebe Gäste des Miniaturwunderlandes, leider ist es schon wieder kurz vor 19 Uhr und damit leider an der Zeit, sich im Wunderland zu verabschieden. Wir hoffen, dass Ihnen der Aufenthalt gefallen hat und wir würden uns sehr freuen, Sie bald mal wieder begrüßen zu dürfen. Das ist einmal Feierabend, bitte. Jetzt müssen schnell die letzten Gäste raus, damit Alex und sein Team wenigstens noch eine halbe Stunde Zeit haben, um die Buffets fertig vorzubereiten. Heute ging es überraschend einfach, aber normalerweise gibt es immer einige, die dann auch so, ich will noch unbedingt da und noch mal ganz schnell und die sich komplett verzettelt haben in der Zeit, weil die gar nicht damit merken oder gar nicht merken, wie lange sie überhaupt hier sind. Das ist immer wieder das Schöne. Ach so, das sind unsere? Das ist Nachschub. Im Eingangsbereich warten schon 400 hungrige Gäste darauf, dass die Türen wieder aufgehen. Stefan bekommt davon in seiner Werkstatt nicht viel mit. Er dressiert gerade ein Heer von Ottifanten. Sie sollen das Publikum der Otto-Show ordentlich aufmischen. Seine ersten Ottifanten hat er noch selbst geschnitzt, aber das hat zu lange gedauert. Also hat er verschiedene Varianten gezeichnet und mit seinem 3D-Drucker produziert. Das passt. Seine Kollegen nennen Stefan auch gerne Magneto, weil er so oft Magneten für seine Konstruktionen benutzt. Gerade wenn ich dann Ruhe haben will, sagt man, okay, ich mach's halt lieber abends oder nachts oder so. Publikumsverkehr bringt natürlich auch immer einen gewissen Krach mit sich und fragende Leute. Und man kann den Leuten ja auch nicht böse sein. Und da kann man dann wirklich für sich abschalten und so ein bisschen was für sich machen. Das ist manchmal gar nicht schlecht, wobei ich nachts eigentlich auch lieber zu Hause bin und schlafe. Gleich kann er sich noch kurz hinlegen. Für den Otto-Besuch ist er fast bereit. Ja, cool. Es wird. In der Anlage sorgt Alex derweil für den letzten Schliff bei den Buffets. Schließlich zahlen die Gäste der kulinarischen Weltreise knapp 70 Euro pro Person. Die 15 Euro Eintritt sind da natürlich schon mit drin. Leitstand. Einmal bitte die Anlage wieder anfahren. Lassen die Gäste jetzt rein. Viel Spaß mit dem Hunger. Dann füllt sich das Wunderland innerhalb von Minuten. Mit 400 Leuten eine verhältnismäßig exklusive Runde. In Amerika bekommen die Gäste Mini-Hamburger. In der Schweiz Käseplatten und Zürcher Geschnetzeltes. Und in Skandinavien Lachs und kalte Fischdips. Karten für dieses Abendessen sind immer schon monatelang im Voraus ausverkauft. Das ist ein wunderschönes Restaurant und man kann in jedem Land einfach mal probieren, wie es so schmeckt. Und dann auch gleichzeitig visuelle Eindrücke sammeln. Ich habe erst gedacht, Eisenbahn, das ist nichts für mich, aber es ist
wunderschön. So, so liebevoll gemacht. Um 11 Uhr nachts schließt das Restaurant dann wieder. Alex und sein Team müssen jetzt alles wieder abbauen, damit am nächsten Morgen keine Spuren mehr von der Schlacht rund um die Buffets zu sehen sind. An der Anlage lustigerweise geht weniger kaputt. Es fällt hin und wieder natürlich mal ein Glas runter, das ist ganz normal. Das kennen wir auch schon, das ist nicht so schlimm. Schlimmste, was mal passiert ist, ist, dass ein Kollege mit so einem Gitterwagen mit den ganzen Gläsern drauf, der ist am Boden hängen geblieben und hat das ganze Ding umgeschmissen. Dann sind von irgendwie 12 Glasrecks sind ganze 3 Gläser heil geblieben. Von Mitternacht bis 4 Uhr morgens haben die Bewohner des Miniaturwunderlandes ihre wohlverdiente Pause. Dann kommen schon wieder Bastian Jakober und sein Entstaubungsteam. Damit beim Betreten der Modellbaulandschaft nichts kaputt geht, markieren rote Leuchtpunkte die Stellen, die stabil genug sind. Früher sind manchmal Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten oder beim Putzen eingebrochen. Bastian Jakober ist froh, hier einen Job gefunden zu haben, der ihn glücklich macht. Früher ist er oft mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen. Das passiert ihm heute nicht mehr. Und das, obwohl jeden Morgen um 3 Uhr sein Wecker klingelt. Mir fällt auf, dass ich immer wieder was Neues entdecke. Also dass, obwohl ich das nun schon länger mache und auch wirklich viel kenne, dass man doch immer, oh ja, das hast du noch nicht gesehen. Da gerade in Gebäuden oder hinter Fenstern da manchmal irgendwelche Sachen sind. Das finde ich immer ganz, und mir tut es da manchmal ein bisschen leid, weil ich immer so denke, die Leute, die jetzt wirklich durchgehen, sehen die das alles oder sehen die eigentlich, mit wie viel Liebe das so gemacht ist. Ein paar Stunden später ist auch Stefan schon wieder in seiner Werkstatt. Seine Bühne ist jetzt fast fertig. Hallo Stefan, Ah, da ist er ja, Lotto. Schön, dass du kommen konntest. Wir sind auch schon gerade am Gucken. Wir haben die Bühne jetzt sozusagen das erste Mal gestartet. Es ist noch nicht alles fertig, es ist noch so ein bisschen Rohbau. Sie ist noch nicht an ihrem richtigen Ort, wo sie später hinkommt. Aber du kannst dir jetzt auf jeden Fall schon mal einen Eindruck davon mitnehmen, was auf dich zukommt. Das ist der Hammer. Das gibt's ja gar nicht. Das ist eine tolle Idee. Das ist schön. Ja, ganz stark. Ja, das ist so ein Kleiner, der tümmelt sich hier durch. Ja. Dann haben wir welche, die rüffeln. Er macht hier mit dem Rüssel so ein bisschen was. Also du erkennst dich da drinnen wieder. Ja, klar. Sehr schön. Das wollte ich hören. Nur die Ottifanten stimmen noch nicht so ganz. Otto gibt Nachhilfe. Das ist wichtig. Das ist so das Typische. Du, weißt du, wie man ein weißes Mammut nennt? Nein, Helmut. Aha! Das ist alles sehr beeindruckend. Und das Verrückte war, dass so viele von meinen Freunden und Bekannten aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, woher sie alle kommen, alle hier gewesen sind schon und auch wiederkommen wollen. Und wenn die dann plötzlich Otto entdecken, ist das natürlich für mich dann noch ein Traum. Ja, und wir freuen uns, dass wir dich hier bei uns jetzt in der Anlage haben. Das ist natürlich auch so ein kleines Highlight. Da will ich natürlich immer herkommen. Leute, hier, ich bin da. Otto steht schon seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne. Dank Stefan bekommt er nun ein kleines Denkmal in der Stadt, in der für ihn alles angefangen hat.